Okay, hallo Ellen. Ellen, du hast mitbekommen, dass wir in dem MOOCathon 2025, Corporate Learning 2025, mal in den letzten Wochen über die Rolle von Enterprise Social Networks gesprochen haben und was Enterprise Social Networks mit Lernen zu tun haben. Und ich habe mir einfach mal überlegt, das ist ein Thema, wo ich gerne mal deine Meinung dazu hören würde. Weil du hast dich ja auch in der Vergangenheit in vielen Projekten mit diesem Thema beschäftigt und hast, glaube ich, den besten Stand, die beste Kenntnis darüber, wie weit eigentlich die Unternehmen sind und welche Möglichkeiten es da gibt. Vielleicht einfach, stelle ich dir mal kurz vor, du hast ja langjährige Erfahrungen in der betrieblichen Bildung von einem großen deutschen Unternehmen, der Bayer AG, und im Gegensatz zu vielen von uns, die wir über das Thema diskutieren, hast du das alles richtig gelernt. Ja? Du bist Pädagogin, wenn ich es richtig verstanden habe, mit zweitem Staatsexamen, also nicht angelernt, sondern hast es richtig gelernt. Du hast auch viel Erfahrung mit klassischem Lernen, auch mit E-Learning, mit digitalem Lernen. Du hast dich mit WBT-Produktion beschäftigt. Du hast dich mit Auftritten im Learning-Management-Systemen beschäftigt. Und heute sind so deine Themen Social und Workplace Learning und du bist auch selber aktiv in Social Media. Das Ja. ist so meine Sicht auf dich. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, du hast eins. Erstmal danke für die Aufzählung. Und ja, ein Aspekt, der ist mir auch noch wichtig, dass ich mich auch seit 2006 mit dem, was dann nachher unter Enterprise 2.0 bis heute zu digitaler Transformation benannt wird, sehr intensiv beschäftige. Also neben dem reinen Weiterbildungs- oder HR-Aspekt war immer oder zunehmend mein zweites Standbein, in diesen Diskussionen mittendrin zu sein, auf den Konferenzen zu sein, weil ich der oder damals glaubte zu spüren und heute der festen Überzeugung sind, wenn ich nur in meiner persönlichen HR-Blase bleibe, dann bleibe ich auch in meinem Denken drin. Und wenn ich sehe, was diskutiert wird unter den Themen Digital Workplace, neue Formen der Organisation, dann kann ich als Weiterbildnerin eigentlich nicht anders, als auch anders als Weiterbildnerin zu denken. Okay. Ja, nachdem du ja den Blick rausgewagt hast, und nicht nur den Blick, sondern auch den Schritt rausgewagt aus der reinen Weiterbildungsecke, so in die Social Media Technologie, in das, was Unternehmen machen, in Enterprise 2.0. Was gibt es denn schon an konkreten Beispielen für Lernen auf Basis von solchen Technologien? Ob das ist Enterprise 2.0, ob das Kollaborationsplattform heißt, ob das Social Media Plattform im Unternehmen heißt, der mal dahingestellt. Gibt es schon konkrete Anwendungsfälle, konkrete Beispiele? Ja, die gibt es. Ich denke, es gibt mal allgemein gesagt sehr viel mehr Anwendungsfälle, als wir, und ich weiß jetzt immer mal so ein bisschen die Bildungsrolle mit dazu, als wir dort wahrnehmen. Wenn ich allgemein den jetzigen Stand nehme, dann sehe ich als ganz große Weiterbildungsentwicklungen die Working Out Loud-Initiative, die in der Regel in den Unternehmen ganz andere Formen des Miteinander-Umgehens und des Erarbeitens von Zielen beinhaltet. Und das findet ja auf den Plattformen in den Unternehmen statt. Die Begrifflichkeit der Plattformen schwankt heute, ob wir sagen Enterprise Social Network oder soziales Intranet. Das weitet sich immer mehr dazu aus, dass dort in eine Konversation eingetreten wird, dass man miteinander kommuniziert, Konversation betreibt, und sich weiter voranbringt. Und Lernen ist ja ein sich persönliches weiteres Voranbringen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich auch interessant ist, kann ich in irgendeiner Form ein, wie wir es aus der Weiterbildung kennen, zielgerichtetes Lernen eigentlich in einem ESN, im Enterprise Social Network platzieren. Und da gibt es in der Tat Beispiele für. Das erste Beispiel, an dem ich beteiligt war, das war
hatte den Namen Enjoy Social Media. Das war noch zu meiner aktiven Bayer-Zeit. 2009 ungefähr war die erste Idee dazu, dass ich dachte, man muss einfach mit dem damals heißen Thema Social Media ein anderes Format finden, um Social Media erlebbar zu machen. Und ein Trockenkurs auf reiner Wissensebene ist zwar ganz nett, aber bringt keinen Benefit im Doing. Und da war die einzige Möglichkeit, in Richtung des Enterprise Social Network zu gehen und das doch zu designen. Und das, was wir damals da gemacht haben, ich bezeichne das so ein bisschen als die Mutter eines weiteren Kurses, was dann natürlich vom Design des Kurses eine Weiterentwicklung war, aber das war der Kurs zertifizierter Community Manager bei Bosch, der ausschließlich auf einem tatsächlichen Enterprise Network gelaufen ist. In der Folge bei Bayer noch mal ein kurzer Kurs, diesmal auch richtig im Enterprise Social Network. Und ich weiß nicht, Joachim, ob du noch Kurse weiter kennst, die auch schon in ESN stattgefunden haben. Ja gut, was man so als spannenden Ansatz immer sieht, ist, dass ja mittlerweile die ganzen Office-Tools ja Werkzeuge bereitstellen, die man durchaus in so Lernsettings eigentlich auch verwenden kann. Also ich habe jetzt gerade letztes Jahr an einem Beispiel mitgewirkt, wo es darum ging, dass man eben Menschen, die räumlich weit verteilt sind, die weltweit verteilt sind, schulen musste. Und da war die Frage, verwendet man einen Lernraum, einen Schulungsraum? Oder wie kann man überhaupt die Einführung von neuen Technologien dort realisieren? Und da hat sich dann einfach pragmatisch herausgestellt, man nimmt einfach Werkzeuge, die in der Büroumgebung vorhanden sind. In dem Fall war es eben auch ein Skype for Business Werkzeug. Man hat die Schulungsinhalte mitgeschnitten, aufgezeichnet und dann versucht, einfach mal die wichtigsten Teile rauszunehmen, weil wenn das, weiß ich was, eine Dreiviertelstunde war, dann wird wahrscheinlich kaum jemand oder manche werden sich eine Dreiviertelstunde anschauen, aber wir wissen ja, so bei 8 bis 9 Minuten oder sowas ist es dann vorbei mit dem Interesse, wenn man so eine Aufzeichnung anschaut. Und deswegen haben wir versucht, das dann entsprechend auch zu modularisieren, zu sagen, okay, wir schneiden das wichtig in kleinen Einheiten, vertecken das und hat dann die Möglichkeit einfach auch geschaffen, zu diesen einzelnen Modulen, Lernnuggets wird man vielleicht klassisch dazu sagen, Fragen und Diskussionen zu stellen. Oder wenn auch jemand irgendwo Probleme hat, dann konnte man genau auf so eine kleine Informationseinheit verweisen, sagen, guck mal, da erläutert dir das jemand. Also das war hands-on, quick and dirty. Hat aber, denke ich, eigentlich ganz gut funktioniert und zeigt einfach auch, welche Möglichkeiten man heute hat. Und dann, was ich besonders spannend fand, war eben auch entsprechend, ja, die Erweiterungen durch die Lernenden, dass sie darüber diskutiert haben, dass sie da vielleicht auch weitergehende Beispiele dargestellt haben. Also auch jemand, der das zentral organisiert hat, hat dadurch einen Nutzen gehabt. Aus Sicht von so einem Enterprise Social Network, ich habe jetzt gerade ein paar Beispiele genannt. Welche Features denkst du denn ein oder siehst du, dass man fürs Lernen nutzen kann? Alle, Alle, okay. wenn es den Sinn macht, warum erhebt sich die Frage fürs Lernen anders als die Frage fürs Arbeiten? Damit breche ich jetzt mal voran. Ich weiß sehr wohl, dass in Arbeitszusammenhängen oder wenn es so auch um die Einführung eines ESN geht, oft die Frage ist, was nutze ich denn wofür? Und das Tolle eigentlich ist ja, dass wir nicht mehr die Vorgabe haben, wie wir die in vielen Dingen haben. Wir füllen ja keine Formulare aus, sondern wir sollen agil und smart arbeiten. Wir sollen selbstorganisiert arbeiten. Und da wäre es schon kontraproduktiv. Selbstorganisation ist ja auch ein angesagtes Thema in der Bildung. Und dann ist es im Prinzip kontraproduktiv zu sagen, du nutzt jetzt nur diese und jene Tools. Ich möchte da mal vorgreifen auf den Bosch-Kurs. Dort haben wir eine Community aufgesetzt und wir haben nicht alles freigeschaltet, haben aber gesagt, was es alles gibt, um die Community von der Fülle her nicht zu überlasten, weil das erfahrungsgemäß
Personen, die noch nicht so geübt sind in dem Enterprise Network, überfordert und haben aber bei Bedarf gesagt, kein Problem, dann machen wir das. Wir sind sogar so weit hingegangen, dass wir Leute, die ein bestimmtes Feature nutzen wollten, also ein Tool innerhalb der Community, für die Zeit als Administratoren freigeschaltet haben, damit sie das einrichten konnten, unter Zuhilfenahme der Infos schon erprobter oder da haben sich Geübte und Ungeübte zusammengeschlossen. Und wenn wir dabei überlegen, was da wieder als Lerneffekt entsteht, ein bestimmtes Feature vorzubereiten für die Mitlernenden, da erübrigen sich viele einzelne Tooltrainings, das brauche ich dann einfach nicht mehr. Und die Wahl der Tools im ESN sollte sich danach richten, welches Tool hilft mir am besten, mein oder unsere Ziel zu erfüllen. In einer Nano-Community wird das dann unterstützt, aber nicht vorgeschrieben. Das passt ja ganz gut eigentlich auch zu den generellen Empfehlungen, wenn man Enterprise Social Networks einführt, dass man eben nicht von Beginn an gleich alle Tools in allen Arbeitskontexten einführt, sondern dass man dann durchaus vielleicht mal schaut, mit was man anfängt, dass ein Community Manager erstmal vielleicht die wichtigsten Werkzeuge freischaltet und dann bei Bedarf einfach weitergehen kann, weil sonst viele der Lernenden tatsächlich große Probleme haben, sich zurechtzufinden. Wenn man sich das anschaut, stellt sich die Frage, gibt es eigentlich Themen, Lernthemen, die man nicht auf dem Enterprise Social Network lernen kann, die man nicht vielleicht darauf verlegen sollte? Gibt es da was? Bleibt da noch was übrig für so klassische Lernmanagementsysteme? Also das sind zwei Fragen, die man nicht lernen kann oder nicht verlegen sollte. Lernen können, grundsätzlich denke ich alles. Es gibt aber Themen, die sollte man dort nicht lernen, weil sie bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Also bei uns, bei Bayer waren es zum Beispiel selbstverständlich die Compliance-Themen. Das waren die Themen der Arbeitssicherheit, die wir bei Bayer auch aus den Präsenzunterweisungen, wo dann der Sicherheitsbeauftragte für den Bereich die Mannschaft immer zusammengeholt hat und unterwiesen hat. Wir haben mit den Sicherheitsbeauftragten zusammen sogenannte webbasierte Unterweisungen erstellt und die wurden ins Lernmanagementsystem eingehangen und durch eine Verwaltung konnte der Vorgesetzte nun kann dann seinen Mitarbeitenden die Pflichttrainings freischalten, inklusive Tests, die zu absolvieren sind. Und das muss ja nachgewiesen werden. Und da greift in der Tat das Wort Lernmanagementsystem. Also alles das, wo qua Gesetz ein Nachweis verpflichtend ist und geführt werden muss, das ist hervorragend aufgehoben in einem Lernmanagementsystem. Jetzt haben aber die Anbieter von Lernmanagementsystemen, würden vielleicht jetzt darauf reagieren und sagen, ja, richtig, das ist auch ein großen Vorteil. Und wir haben natürlich die ganzen Features, die es im Enterprise Social Network gibt, mittlerweile eigentlich auch auf der Plattform. Das heißt, wir können bloggen, wir haben Wiki-Funktionen, wir kommentieren, wir können liken. Also warum weggehen? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die aktuellen Lernmanagementsysteme alle konfiguriert sind. Ich kann aus meiner damaligen Entscheidung bei Bayer für Enjoy Social Media meine Entscheidung gegen unser Lernmanagementsystem, wir hatten bei Bayer und haben natürlich auch eins, so begründen, dass ich sage, um tatsächlich das, was ich am Arbeitsplatz heute, würden wir sagen, Digital Workplace, alles tun kann und auch morgen werde tun müssen, im besten Falle auch wollen, das kann ich in einem herkömmlichen, einem Managementsystem nur begrenzt, weil es immer wieder Dinge gibt, wie zum Beispiel ein Video hochladen, Video einbinden, die ganze Bandbreite hat teilweise die Begrenzung, dass nur Administratoren das können. Und wenn wir jetzt mal denken, wir würden über ein Lernmanagementsystem einen MOOC durchführen und es wären wirklich Massen drauf,
die können wir ja nicht alle zu Admins werden lassen. Ich habe auch auf einem Lernmanagementsystem selber mal an einem MOOC teilgenommen. Und da haben wir dann die Situation, dass halt die Funktionen freigeschaltet werden. Foren gibt es ja schon, seitdem es die Lernmanagementsysteme gibt. Dass der Austausch in Foren funktioniert, wissen wir. Der Digital Workplace verlangt heute aber wirklich was anderes. Okay. Jetzt habe ich auf die Startfolie ganz mutig mal drauf geschrieben, Potenziale für die betriebliche Bildung. Und in dem MOOC interessiert uns natürlich auch sehr stark, welche Rolle, welche Aufgaben auf die betriebliche Weiterbildung zukommen. Wenn man jetzt erkennt, es gibt neue Möglichkeiten, neue Technologien, Technologien, die auch vielleicht weitgehend schon an den Arbeitsplätzen installiert sind. Deine Beispiele haben eigentlich ganz gut illustriert und erläutert, dass man es machen kann, dass man so ein Thema angehen kann, dass man auch sehr gute Effekte mit erzielt. Wie siehst du die Rolle der betrieblichen Weiterbildung in dem Zusammenhang? Was muss die betriebliche Weiterbildung dort machen? Welche Herausforderungen kommen auf die zu? Wie kann man sowas angehen? Die betriebliche Weiterbildung, und ich gehörte ja selber über Jahrzehnte, ihr Aufgaben, ihre Aufgaben, Mikrofon scheint gerade nicht zu gehen. kannst du mich jetzt hören? Ja, jetzt geht es wieder besser, ja. Ja. Die betriebliche Weiterbildung hat eigentlich die große Chance, einer Einladung zu folgen. Nämlich die eigene Rolle, um ein Vielfaches zu erweitern und vor allen Dingen um völlig spannende und attraktive Aufgaben. Wir hören ja oft die Diskussion, es war dieses Jahr auch im Zusammenhang mit der CeBIT Enterprise Digital Arena, da ging es ja auch um die neue Rolle der HR. Und das reichte von meiner Auffassung, es kann sich erweitern, wenn man die Einladung annimmt, bis hin zu die Weiterbildung stirbt aus. War nett, dass du da warst. Und es hängt von HR in Gänze selber ab. Gehen Sie den Weg mit oder gehen Sie den Weg nicht mit? Wenn Sie den Weg mitgehen, und das hat ja das Design des Community Management Kurses bei Bosch gezeigt, dann eröffnet sich da eine Vielfalt an Möglichkeiten der Unterstützung der Mitarbeitenden im Unternehmen. Und das ist der Job der betrieblichen Weiterbildung und nichts anderes. Das können wir heute noch gar nicht ermessen. Die Aufgabe wird auch viel attraktiver. Du hast es eben gesagt, ich war ja selber, habe es gelernt, habe mich auch für sehr aufgeschlossen, offen gehalten. Ich habe in alle Bereiche, ich war über 20 Jahre auch Präsenztrainerin bei uns im Unternehmen, Workshops, alles, die ganze Bandbreite habe ich selber mit Freuden und Engagement und Begeisterung durchlaufen und habe eigentlich mit jedem Schritt, mit dem ich in meinem Social Network Neues gelernt habe, meine eigenen Grenzen erkannt und konnte diese eigenen Grenzen dann überwinden, um einen neuen Aspekt in dem Angebot des Lernens zu formulieren. Jetzt hattest du gesagt, du hattest ein paar Thesen vorbereitet, die du mir zeigen wolltest, wo es eben darum geht, wie das formale Lernen funktioniert, wie das informelle Lernen funktioniert, welche Rolle die betriebliche Weiterbildung macht. Vielleicht kannst du einfach mal versuchen, den Bildschirm freizugeben bei dir. Ich werde. Ja, es ist da. Also das kann ich loslegen. Für mich erhebt sich grundsätzlich die Frage, nicht die Frage, kann ich das ESN fürs Lernen nutzen oder kann ich das ESN fürs Lehren nutzen? Ich habe dies immer so hingeschrieben, weil das mal mit der Brille der betrieblichen Weiterbildung ist, wenn ich an meine Zeit denke, als ich in der Weiterbildung beschäftigt war, da ging es ja immer irgendwo darum, dass ich ein Lernangebot offeriere und überlegt habe, wie bringe ich das an die Frau, an den Mann. Und wir beschäftigen uns heute aber auch mit Lernen. Wir fokussieren ja auf informelles Lernen.
Und da ist die Frage, hat da eigentlich Lehren noch einen Aspekt drin oder gucken wir wirklich nur aufs Lernen? Für mich viel wichtiger ist aber eher die Frage, wir leben in einem Zeitalter der Plattformisierung. Auch in den Unternehmen, ein Enterprise Social Network ist nichts anderes als eine Arbeitsplattform, auf der mir die unterschiedlichsten Dinge angeboten werden, vielleicht auch irgendwann mal wie so ein App Store, auf den ich zugreifen kann. Und das ist die Realität. Da bewegen wir uns im Privaten drin. Da sollen wir im Unternehmen netzwerken, da sollen wir künftig arbeiten. Und da frage ich mich oder adressiere auch an HR ganz klar, können wir uns das noch erlauben, dass ESN dann fürs Lernen, egal aus welcher der beiden Blickpunkte, jetzt außen vor zu lassen? So, das ist so meine These, die ich mal in den Raum werfe. Und auch eigentlich, ich hatte eben bei der Rolle nach HR das Wort der Einladung ausgesprochen, die Einladung an HR ausspreche. Das mache ich fast jährlich. Ich habe so 2010 damit begonnen, sich ins ESN zu begeben, um zu gucken, wie doch der Bär tobt. HR, das gesamte Bildungssystem in Deutschland ist so von diesem Schulbusphänomen geprägt. Das heißt, wir holen die Leute ab, wir nehmen sie dann mit und bringen sie in einen Lernraum. Und ich beobachte durchaus, selbst wenn in Enterprise Networks Kurse veranstaltet werden, dass dieser Gedanke des Abholens, Mitnehmens und wir bringen dich in einen Raum weiterverfolgt wird und wir gestalten dann einen Raum und in diesem Raum lassen wir dann aber das ablaufen, was wir unter Bildung verstehen, und zwar isoliert in dem Raum. Selbst wenn dann diese Social Features wie ein Blog, ein Wiki damit verbunden sind, es findet aber in diesem Lernraum statt. Und jetzt gleich kann ich dann mal kurz zeigen, wenn wir das in einem Enterprise Network machen, das können wir so tun. Das macht für einige Dinge auch Sinn. Es macht aber für sehr viel mehr Dinge mehr Sinn, in den Arbeitsraum zu gehen und den Arbeitsraum mit einem kleinen Lernraum zu verbinden und das gemeinsam zu tun. Wie das gehen kann, möchte ich jetzt mal an einem Prinzip verdeutlichen, und das ist das, was wir bei Enjoy Social Media und bei dem Certified Community Manager bei der Robert Bosch GmbH gemacht haben. Und mir persönlich ist eins ganz wichtig, hier die Dr. Martina Göring von Center Stage in Gedanken mit dazu zu holen, die leider heute nicht dabei sein kann. Denn Martina war schon bei Enjoy Social Media, Joachim genauso wie du dabei. Da habe ich euch beide damals in meiner Funktion dabei ja mit an Bord geholt. Und die Martina hat gemeinsam mit mir zusammen sowohl in der Entwicklung als auch in der Begleitung der ersten Kurse beim sogenannten CCM mitgemacht. Was haben wir da gemacht und wie kann man das jetzt lernen im ESN? Und da bleibe ich mal bei dieser Ursprungsfragestellung ermöglichen. Also wir haben unser ESN. Wir haben dann erstmal eine Hauptcommunity eingerichtet im ESN. Das ist ein rein formaler Akt. Und diese Hauptcommunity, das möchte ich vorab sagen, musste, so wie wir sie vorbereitet haben, für die Gruppe der Lernenden den Kriterien einer Top-Community entsprechen. Das haben wir beim Enjoy Social Media so gemacht, beim Community Manager aber noch mehr, denn da sollten Personen der Robert Bosch GmbH befähigt werden, die Rolle eines Community Managers bei Bosch zu erfüllen. Und diese Rolle ist analog zu einem zertifizierten Projektmanager. Und wenn die Personengruppe, die hier in die Lerngruppe kam, das lernen sollte, dann musste sich das Design und alles rund um diese Community der Lernenden an den Anforderungen ausrichten, die wir
fachlich in den Inhalten als Mindestanforderung definiert haben. Diese Community war geschlossen, weil wir für den Lernprozess einen Schutzraum für die Lernenden schaffen wollten. In dieser Hauptcommunity haben wir die Fachinhalte in einem Wiki vorbereitet und haben diese natürlich sinnvoll untergliedert in 10 Themenschwerpunkte, 10 fachliche Schwerpunkte. Und bei dem CCM, der ja zu einem Zertifikat führen sollte, waren das 10 Wochen. Das kann man aber genauso runterbrechen. Ich habe bei Bayer im letzten Jahr einen 7-tägigen Kurs im ESN begleiten dürfen und konzipieren dürfen. Da haben wir das genauso gemacht, mit 7 Tagen, jeden Tag ein Thema. Also das kann man auch immer transferieren. Und in dieser Hauptcommunity standen auch bereits die wöchentlichen Einzel- oder Teamaufgaben. Was wir da nicht gemacht haben, ist, dass wir die Inhalte so nacheinander freigeschaltet haben, sondern es war von Anbeginn mit Einladung in die Community und Beitritt zur Community alles für alle offen. Diese Inhalte waren geprüft. Das ist ja jetzt ganz wichtig für uns Weiterbildner. Wer gewährleistet denn, dass das, was da im ESN verbreitet wird, dass das auch richtig ist? Die Inhalte wurden bei Bosch von mehreren Seiten geprüft. Martina und ich, wir haben einmal die Inhalte alles erstellt, haben die dann an Bosch, an unsere Ansprechpartner doch zum Review gegeben. Wir haben uns dann einmal getroffen, um das alles nochmal konkret durchzusprechen und vor allen Dingen auch mit den Bosch-Spezifika, die die Boschler eigentlich nur sehr genau wissen können, zu besprechen, das hineinzuholen und auch die Aufgaben zu verteilen, weil wir als Externe ja auch nicht diese Kenntnis im Detail hatten, sodass wir hier auch direkt unsere festen Ansprechpartner für uns und in Folge auch für die Lerngruppe kannten, die uns Bosch-relevante, elementare Inhalte beisteuerten. Das haben wir dann so gemacht, dass wir das verlinkt haben in den Fachinhalten, sodass die Lernenden, wenn sie sich mit den Fachinhalten auseinandersetzen, permanent in das Enterprise Network hineingeführt wurden und damit, wenn man jetzt mal so sagen will, lernten, Inhalte gezielt in Communities oder in Wikis und so weiter im ESN zu suchen. Wir haben dann eine Lerncommunity als Subcommunity aufgesetzt und das war das, was ich ebenso salopp mit da tobt der Bär. Da sollte gelernt werden, da wurde gelernt, das war der Raum, sich auszutauschen, zu diskutieren und so weiter. Und was kam da jetzt noch alles rein, bevor wir an den eigentlichen Lernprozess kommen? Wir haben im ESN, wenn man sich jetzt mal vorstellt, in der Lerner-Community sind 15 Leute. Jeder dieser 15 Mitarbeitenden eines Unternehmens bringt sein Netzwerk ja mit. Damit, ich bin jetzt nicht gut in Mathe, aber wenn man das mal hochrechnet und ich weiß auch nicht, wie groß die Netzwerke ist, ist potenziell ein Backup da, was ich fragen kann, was einen herkömmlichen Klassenraum komplett sprengt, haben wir nicht. Wir haben nicht nur die Netzwerke der Teilnehmenden, die angezogen werden könnten, wir haben auch jede Menge weiterer Communities, die sich, wenn man zum Beispiel analysiert, das war einer der Aufgaben, analysiert man eine Community zu dem und dem Thema und die Lerngruppe eines Kurses wurde aufmerksam dadurch, darauf, dass es zu einem Thema, dem Thema Projektmanagement, im ESN des Unternehmens zig Communities gab und man kann da sehr gut für Community Manager, die das lernen sollen, erarbeiten an der Realität, was macht Sinn, wo könnte man steuernd eingreifen und so weiter. Also da ist ein riesiges Potenzial und vor allem Wissen in den Communities, was auch wiederum für den Lernprozess nutzbar ist,
bis hin zum Schlenker natürlich ins Internet, ins Social Web und die dort verbundenen Netzwerke. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass da teilweise ins Internet hinein Begrenzungen sind. Die Begrenzung heißt aber nicht, geht gar nicht. Wir wollen uns mal mit den Chancen beschäftigen und nicht mit den Begrenzungen. Was wir dann so ein paar Schwerpunkte, die das reine Lernen betreffen. Selbstorganisation ist ja ein angesagter Begriff fürs Arbeiten. Wenn wir selbstorganisiert arbeiten sollen, dann kann das nicht weiter angehen, dass wir nicht selbstorganisiert lernen oder dass wir dann nur oder nur dann selbstorganisiert lernen, wenn der Trainer die Erlaubnis dazu gibt. Ein paar Beispiele. Oben steht Einzel-Team-Aufgaben. Die Teambildung haben die Lernenden selbst organisiert. Anders kann ich es jetzt gar nicht ausdrücken. Die haben sich in Teams zusammengefunden und mussten auch selber dann in den Teams regeln, wie sie die Aufgabe als Team lösen. Sie konnten dabei alle Tools frei nutzen. Und ich habe in den beiden Bosch-Kursen, die ich begleiten durfte, gesehen, dass nicht nur die zur Verfügung stehenden Tools genutzt wurden, sondern auch andere Tools, die sie kannten, um Dinge zu visualisieren zum Beispiel. Da wurden kleine Animationsfilme erstellt. Das stand nirgendwo hier im Wiki drin. Das war nirgendwo zu finden. Die Lernenden haben ihr individuelles Wissen eingebracht. Und das ist für mich, ich muss ehrlich sagen, auch wirklich schon phänomenal gewesen. Wenn man überlegt, die Boschler sind ja primär Ingenieure und Ingenieuren haftet ja immer so ein bisschen das Trockensein an. Aber was da für ein kreatives Potenzial bei einzelnen Personen identifizierbar war, es war unglaublich. Und ich kann also Experten für gewisse Themen oder Bedarfe identifizieren, was nicht immer nur so stur fachlich orientiert ist, sondern auch in Richtung anderer Kompetenzen, visuelle Fähigkeiten, kommunikative Fähigkeiten erkennen. Das sind Leute, die im Thema Beziehungsmanagement einfach richtig gut drauf sind, die einen unterstützen können. Also da kommt flankierend zu dem rein fachlichen noch ein Lern- und Potenzial zu, das unglaublich ist. Und ich habe das Freiheit mal in Anführungsstriche gesetzt im Erarbeiten der Fachinhalte. Wir kennen das aus klassischen Trainings von 9 bis 10. Dann haben wir von den Kursinhalten das erste Thema, da sind Lernziele hinterlegt. Ja, und dann geht es da durch. Und das haben wir hier in den Kursen so nicht gemacht. Wir haben gesagt, das sind die Fachinhalte, guckt zu, wie ihr die euch aufteilt. Hier muss nicht jeder immer alles, alle müssen nicht das Gleiche lesen. Ihr könnt euch das aufteilen, schaut, wie ihr das dann untereinander austauscht, regelt das. Und das führt zugleich dazu, und das war jetzt kein Lernziel, was stundenmäßig mit einem Thema zu verorten ist. Das führt dazu, dass die Teilnehmenden im Erarbeiten der Fachinhalte, also des Wissens, gleichzeitig das Kuratieren von Inhalten, wenn die das nämlich dann in einem Wiki oder auf der Wiki-Seite zusammengeführt haben, das Kuratieren für ihre Mitlernenden übten und die Inhalte aufbereitet haben. Und das sind ganz wesentliche Kompetenzen, die wir generell im Digital Workplace und im Arbeitsleben 4.0 brauchen. Und das ist jetzt kein Lernziel, was irgendwo einsortiert ist, sondern was sich komplett durch den ganzen Kurs zieht und wo man als Community Manager dieser Lerner-Community auch unheimlich gut beobachten kann, wie die Einzelnen sich in diesen Kompetenzen entwickeln. Kompetenzen ist für uns als Pädagogen ja immer ganz wichtig. Was wir dort auch durchgeführt haben, waren natürlich virtuelle Online-Treffen. Webinare hat es uns überhaupt nicht gegeben.
Und das Virtuelle war allein schon aus dem Grunde charmant, weil die Boschler in Stuttgart sitzen oder an anderen Standorten, die Teilnehmenden, und ich komme aus der Eifel. Also ich habe den ganzen Kurs hier aus der Eifel begleitet. Es waren allerdings Arbeitsmeetings. Und neben dass wir über Fragestellungen, Probleme, Ausblick auf die folgende Woche, solche Dinge natürlich gesprochen haben, mussten oder sollten in den Arbeitsmeetings, in den virtuellen Meetings beispielsweise die Teamaufgaben präsentiert werden. Ich verdeutliche das an einem konkreten Beispiel. Wir hatten zu Beginn, mussten die Teilnehmenden eine Community sich ausdenken, die sie gemeinsam planen, strategisch planen, vorbereiten wollten. Und Martina und ich, wir waren die Stakeholder, die dann, als sie soweit waren, eigentlich soweit gewesen wären, zu launchen. Und wir als Stakeholder mussten nun in einem virtuellen Meeting überzeugt werden, dass wir auch weiter mit an Bord sind. Die Lerngruppen haben das organisiert. Da haben wir als Martina und ich überhaupt nichts von mitbekommen. Wir haben natürlich auf dem ESN gesehen, wie sich das entwickelt. Ich habe zum Beispiel einmal gesehen, dass ein Video, als ich das aufrief, rief, ich bin ja neugierig, meinen ganzen Bildschirm befüllte, und mein erster Gedanke war, du musst jetzt sofort schreiben, dass das Video den ganzen Bildschirm befüllt, da müssen wir was dran tun. Ich konnte mir dann rechtzeitig noch auf die Mausfinger klopfen und hab's gelassen, und die haben das selber gelöst. Also die brauchen nicht immer einen Trainer, der sie darauf hinweist. Und das merken die schon selber. Im ersten Kurs hat die Lerngruppe sogar Kommunikationswege gewählt, dass Martina und ich bloß nicht mitbekommen, was sie da alles vorbereiten, weil sie uns überraschen wollten. Also das war eine Dynamik, die unglaublich war. Und das war nicht nur im ersten, das war auch im zweiten Kurs so. Die haben WhatsApp genutzt, die haben persönliche Treffen genutzt und so weiter und so fort. Die haben sich also eigentlich all der Dinge bedient, die sie brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Und waren mit einer Motivation dabei, wie ich es ganz, ganz selten in meinem Berufsleben bisher erlebt habe. Und die Präsentation selber im virtuellen Meeting, bei beiden Kursen, die ich begleitete, das war hochprofessionell. Die hätten alle ein Meeting mit dem Vorstand des Unternehmens machen können, um sich das Okay für wir da, digitalisieren unser Unternehmen abholen zu können. In dem gemeinsamen Erarbeiten, in dem gemeinsamen Beitragen, in dem diejenigen, die auch gesagt haben, ich mache das, die haben es vorgestellt, die anderen haben mit beigetragen, also richtig nach Kompetenzen, nach Können, nach Talent, was wir alles immer hier anführen möchten, wurde genutzt, um ihr Ziel zu erreichen, nämlich das Stakeholder-Okay zu holen. Natürlich finden Diskussionen, Reflexionen, Feedbacks statt, und zwar in der Lerner-Community, in der Öffentlichkeit dieser Lerner-Community. Es gab zum Beispiel eine Aufgabe, sich die Profile der Mitlernenden anzuschauen und Feedback zu geben. Und wir kennen das aus den Enterprise Networks, wie schwierig das ist für Mitarbeitende dort in dieser Öffentlichkeit, und selbst wenn es die begrenzte Öffentlichkeit einer Community ist, zu schreiben. Und Feedback zu geben. Dieses Virtuelle hat ja nochmal eine andere, ganz andere kommunikative Anforderung, die wir in unseren herkömmlichen Kommunikationskompetenzen ja noch gar nicht erfasst haben. Und das wird hier durch die Diskussion, durch das Erarbeiten des Lernstoffes gleichzeitig mit erlernt und geübt und gespiegelt. Und als Lern-Community-Managerin kann ich auch da unterstützen, eingreifen und so weiter. Und was ganz wichtig ist, ist, dass konkrete Fragestellungen oder Probleme aus dem Arbeitsalltag in den Kurs reingeholt werden können.
auch, wir hatten das, dass im zweiten Kurs eine Community-Mitglied sagte, ich habe in meiner Community die und die Probleme. Hilft mir das, was wir im nächsten machen, damit weiter? Und wir brauchten gar keinen Transfer veranstalten. Wir haben die vorgesehene Aufgabe gekippt. Wir haben die Teilnehmerin gefragt, ob sie einverstanden ist, wenn die Lerner der Community, also ihre Kollegen, Kolleginnen, die Community analysieren und Vorschläge erarbeiten, wie man das Problem lösen könnte. Die war einverstanden und sie hatte dann die Aufgabe, sehr präzise zu formulieren, was das eigentliche Problem ist. Und die anderen haben sich dann aufgeteilt, was sie jeweils als Schwerpunkte bearbeiten wollen, und haben dann ihre Analysen in die Community hineingeschrieben und haben der betreffenden Empfehlungen ausgesprochen und Feedback gegeben. Und das war eigentlich Problemlösung eines aktuellen Arbeitsproblems hier mit der Lerner-Community zusammen und das dann auch noch in einem Fachthema. Und wenn man das mal so ganz umreißt, was dort hier wieder Kompetenzen, alles an Kompetenzen geübt werden kann, ohne dass man die jetzt alle einzeln benennen muss, weiß jeder von uns, der da schon mal reingeschnuppert hat. Wir haben aber auch durch die virtuellen Meetings, was für einige neu war, überflüssig gemacht, dass die ein Seminar, wie mache ich auch, wie führe ich virtuelle Meetings durch, besuchen mussten, weil dort es erlebt wurde, dort musste partizipiert werden, dort musste Protokoll geführt werden, und das hat dazu geführt, dass einige hergegangen sind und gesagt haben, das gefällt mir so gut, ich schlage das mal in meinen Teams hier vor und die arbeiten heute so und entwickeln es weiter. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt, so mal rein die HR-Brille jetzt oder die Brille der Weiterbildner. Das Ganze kann nur dann funktionieren, wenn wir nicht mehr auf Homogenität einer Lerngruppe fokussieren, sondern wenn wir sagen, hurra, Heterogenität. Unser Bundesarbeitsministerium mit Frau Nahles hatte den Slogan ausgegeben, der Mensch bleibt im Mittelpunkt. Und hier muss das Prinzip sein, der einzelne Lernende bleibt im Mittelpunkt. Und der Lernende bleibt so im Mittelpunkt, dass er selber natürlich unterstützt, aber selber auch die Freiheit hat und die Steuerung hat, wann er sie seine Lernziele erreicht. Das gibt natürlich das Bündel an allgemeinen Lernzielen, aber wir wollen ja da nicht alles so Mini-Clones von einem Prototypen Community Manager am Ende rausspucken, sondern es sollen individuelle Persönlichkeiten als Community Manager zertifiziert werden, die Individuen sind, die im Arbeitsplatz 4.0 Communities erfolgreich führen können. Und das funktioniert mit Homogenität nicht. Das funktioniert nur mit Heterogenität und mit der Flexibilisierung Richtung des Themas Lernziele. Die Inhalte passen sich kontinuierlich an. Das Beispiel eben mit der Verbindung in den Arbeitsplatz hat es schon gezeigt. Was ganz wichtig ist, ist für HRler, die ja auch irgendwo die Eurozeichen berücksichtigen müssen. Für Folgekurse haben wir eigentlich keinen großen Anpassungsaufwand mehr. Wir haben den Startinvest, weil das ja alles erstellt mit den Fachinhalten und so weiter werden muss. Aber ohne Invest geht gar nichts. Der Anpassungsaufwand geschieht im Grunde genommen aber von alleine. Bei Bosch ist es so geregelt, dass eine Person bei Bosch verantwortlich ist, vor dem neuen Kurs das Wiki zu checken, ob das noch alles aktuell ist. Denn Lerncommunity Manager des neuen Kurses muss das seinerseits auch tun. Und ansonsten bringen stets alle Teilnehmenden jedes neuen Kurses Neuerungen mit hinein, die geprüft werden und
je nach Relevanz dann mit ins Wiki wieder aufgenommen werden. Also haben wir einen permanenten Anpassung auf Aktualität und müssen nicht mehr neue große Gelder anpacken. Begleitet wird das Ganze, damals hieß das Lernbegleiter. Ich habe das den Begriff schon bei Enjoy Social Media nicht so gemocht. Durch den Community-Management-Kurs nenne ich mich lieber Lern-Community-Managerin, weil ich selber all das erfüllen muss, was an Kompetenzen, an Wissen, Können, Verhalten, zum Beispiel hier in diesem zertifizierten Community-Management-Kurs nachgewiesen werden muss. Und wenn wir jetzt auf diese 70-20-10 schielen, dann muss ich sagen, das hat uns, interessiert uns in einem solchen Design eigentlich gar nicht, weil alles vorhanden ist. Wir haben die formalen Kriterien, wenn ich das jetzt mal rein aus HR-Sicht betrachte. Der Bosch-Kurs ist im HR-System hinterlegt, der kann gebucht werden, da kann auch eine Kursgebühr hinterlegt werden, alles möglich. Wir haben einen definierten Zeitraum für den Kurs. Wir haben die Inhalte geprüft, das habe ich eben ausgeführt. Dadurch können wir auch eine Qualitätssicherung betreiben. Und wir haben die Qualitätssicherung auf sicheren Füßen, als wir das herkömmlich haben, wenn durch Feedbackbögen oder Evaluierungsbögen standardisiert abgefragt wird. Das kann man natürlich durch die Hinterlegung im HR-System zusätzlich machen. Aber wir haben im Prinzip in der Lerner-Community die lückenlose Dokumentation des gesamten Kurses und können da nachweisen, dauerhaft, wie es um die Qualität auch der Lernfortschritte und des gesamten individuellen und gesamten Kurses bestellt ist. Wir haben die informellen Kriterien hier drin, die sich auf der rechten Seite primär befinden, weil alles genutzt werden kann, ja, was zu nutzen ist. Und ich glaube, jetzt habe ich erstmal so das Ganze, den ganzen Brocken rübergeworfen. Joachim, bist du noch da? Ich bin auch da, ja. Spannend. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man das wie soll man sagen, in ein Paket rein, dass die Menschen, die sich in der betrieblichen Bildung beschäftigen, damit beschäftigen. Und ich denke, du hast es ja gesagt, es gibt eine Menge eigentlich, wie du gesagt hast, an spannenden Aufgaben und an einer immensen Vielfalt eigentlich an neuen Möglichkeiten, die man realisieren kann, wenn man versucht, eben wirklich im Enterprise Social Network Lernen umzusetzen. Und die Möglichkeiten, die Chancen, die dort gegeben sind, sind ja vielfältig. Also ob das jetzt das Thema Transfer ist, das man jetzt neu sehen muss, ob das das Thema, ja, wie eng eigentlich Lernen und Arbeiten miteinander verknüpft sind, das man sich anschauen muss. Verknüpfung von formalem Lernen, informellem Lernen ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, was sehr wichtige Botschaft war, dass die formalen Kurse nach wie vor eine Rolle spielen, aber eben in einer ganz anderen Form, mit einer veränderten Didaktik, mit einer anderen Form der Interaktion. Aber dass das natürlich nur funktionieren kann, wenn sich auch die Rolle der Weiterbildung verändert, dass die eben andere Aufgaben übernehmen, wie Lernbegleitung, oder du hast gesagt, Lern-Community Manager, dass es eine Rolle spielt, Kurator, Filterer, Supporter und die Wirkung, denke ich, die ist immens, wenn man das ganze Thema anschaut. Also Wenn vielen ich, Dank für den Einblick, ja. also wenn ich das alles annehme, was du gerade genannt hast an Rollen, und wenn ich dann als Weiterbildner, als HRler aktiv ins vorhandene Enterprise Network hineingehe und dort auch sichtbar werde und das selber auch erlebe und spürbar mache. Ich muss es einfach mal, wie ich das damals du kennst meine Aussage beim Enjoy Social Media schon gesagt habe, ich muss es einfach fühlen. Rein Wissen reicht nicht. Und dann auch anfangen, mal zu schauen, den Leuten ja auf die Maus zu schauen, was stellen die da bereit, wie schreiben die, wie kommunizieren die, dann bekomme ich auch ein Gespür dafür,
wie ich etwas entwickeln kann. Ich habe das Riesenglück gehabt, dass ich seit 2006, dass ich da über den Begriff Web 2.0 gestolpert bin. Und da sind jetzt schon eine ganze Reihe Jahre und das war eine kontinuierliche Entwicklung. Aber die Türe zumachen und darüber nachdenken, wo können wir einen neuen Raum schaffen, wird es nicht lösen. Okay, Ellen, also herzlichen Dank für die ganzen Erfahrungen, die Hinweise, die Einblicke. Auch nochmal ein Versuch, Sachen, die wir in der Vergangenheit auch gemeinsam gemacht haben, ein bisschen stärker zu systematisieren. Ich habe jetzt eigentlich viel mehr gelernt, noch was wir dort mal gemacht haben. Gut, jetzt habe ich verstanden. Ich habe auch gesagt, ich möchte es auch mit der Community des Mugatons eigentlich teilen und werde dann entsprechendes einfach in einem Blogpost in meinem Lerntagebuch hochladen. Und vielleicht hast du die Chance, ja auch mal reinzuschauen, falls es Kommentare gibt oder Feedback gibt, dass du einfach dich auch in der Diskussion dann entsprechend beteiligst. Weil ich denke, das ist ein hochspannendes Thema, wo man sicher noch ein bisschen weiter drüber nachdenken kann. Vielen Sehr, Dank. sehr gerne. Vielen Dank. Okay. Und ich möchte noch ermuntern, sich dran zu trauen. Es ist eine Bereicherung. Okay, Dankeschön.